Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen Beauty-Vlog. Heute geht es um die tägliche Hautpflege und um meine tägliche Beauty-Routine. Viele von euch hatten danach gefragt, wie das denn so ist, wenn ich halt nicht von Profis geschminkt werde, sondern wie ich selber meine Haut pflege, wie ich mich selber schminke. Und ich zeige euch, wie man innerhalb kürzester Zeit einen super frischen, schönen, natürlichen Look hinbekommt. Ohne viel Aufwand, aber mit einem großen Wow. Ihr Lieben, wenn ihr euch mal die Mühe macht, euch die Looks und die Fotos der letzten Monate, Jahre auf meinem Instagram-Account anzuschauen oder auch bei Facebook, dann fällt eins auf, der Fokus liegt immer mehr auf den Augenbrauen und auf den Augen selbst. Aber egal, ob man ein Nude-Make-up haben möchte oder ob es ein Abend-Make-up sein soll, ich finde, die Augenbrauen müssen immer perfekt, wirklich perfekt betont sein. Gerade bei dunklen Augen ist es unglaublich wichtig. Also, der allererste Schritt ist natürlich morgens wie abends die Haut gründlich zu reinigen. Und ich wasche mein Gesicht immer mit einer Waschlotion und mit Wasser und reinige alles ordentlich aus. Und dann gibt es aber auch immer nochmal ein Wattepad mit Gesichtswasser, mit einer Reinigungslotion, Micellenwasser am besten. Und dann gehe ich da einmal so drüber und weiß, dass dann auch wirklich alle Rückstände vollständig weg sind und die Haut, die hat dann schon mal so einen ersten Glow-Effekt, weil die sich freut, dass sie schön sauber ist. So, der nächste Schritt ist ein Durstlöscher für die Haut. Ein Serum, das ich wirklich täglich auftrage, auch morgens und abends. Das würde ich niemals ausfallen lassen. Ich habe das Gefühl, wenn ich sofort die Creme auftrage, dann fehlt irgendwie was. Und die Haut wird es euch danken, weil das viel, viel tiefer eindringen kann als eine Creme. Schön einmassieren, wenn ihr Zeit dazu habt. Das mache ich immer. Dann wird es natürlich Zeit für die Creme. Und auch da bin ich ehrlich gesagt nicht sparsam, weil ihr habt nur eine Haut, also pflegt sie gut, achtet darauf, dass sie immer gut versorgt ist. Die Haut hat natürlich im Sommer wie im Winter unterschiedliche Ansprüche. Also im Sommer kann die Pflege ein bisschen mehr Feuchtigkeit enthalten. Und im Winter nehme ich so ein bisschen was Fetthaltigeres und auch da, wenn immer ihr die Zeit habt, massieren. Hier in den Augen. Manchmal mache ich auch solche Sachen hier. Das habe ich schon mal in anderen Beauty-Tutorials gesehen. So ein bisschen zupfen. Das macht man in Asien ganz viel. Aber ich glaube, das ist gut. So, und was ihr auch auf gar keinen Fall vergessen dürft, ist ein extra Serum unter den Augen. Da gibt es zum Beispiel sowas hier, wo man dann herrlich das Serum einmassieren kann. Ich liebe das. Und auch das dann nochmal klopfen. Und dann gibt es natürlich auch nochmal eine extra Augencreme. Die Haut ist unter den Augen viel, viel dünner, viel empfindlicher und braucht wirklich eine ganz, ganz andere Pflege als der Rest des Gesichts. Deswegen sollte man nicht einfach alles immer überall hinschmieren, sondern wirklich die Augen nochmal mit einer extra Feuchtigkeit. So, jetzt ist die Haut eigentlich sehr gut vorbereitet und ich finde, sie dankt es einem sofort, weil eben war dieser Glow hier und ich habe wirklich überhaupt nichts auf dem Gesicht, gar nichts. Ich bin nicht geschminkt, kein Concealer, gar nichts. Aber es ist eben die halbe Miete, wenn die Haut perfekt versorgt ist mit Feuchtigkeit, dann braucht ihr euch am Ende gar nicht so zuzukleistern, ist doch viel schöner. So, und jetzt kommt der eigentlich spannende Teil. Jetzt werden wir uns Schritt für Schritt dem Super-Make-up nähern. Wer nicht genug bekommt vom Glow, wem der natürliche Glow auf der Haut nicht reicht, der hat natürlich noch Möglichkeiten, ein bisschen nachzuhelfen. Das mache ich jetzt einfach mal. Das würde ich nicht täglich machen, also wirklich, ich sag mal so, zum Abholen meiner Kinder aus der Kita muss es jetzt nicht unbedingt sein. Aber so Glow-Drops sind immer ganz schön, wenn man zum Beispiel irgendwie noch so ein Lunch hat oder einfach einen langen Tag mit vielen Terminen und so ein bisschen gegen den müden Look, der dann einfach im Laufe des Tages kommt, anarbeiten möchte, sind so Glow Drops eigentlich das Allerbeste. Und die verteilt man immer hier auf den Wangenknochen, ein bisschen auf der Nase, hier auf den Lippen und so ein bisschen hier. Voila, Glow. So, jetzt sehen wir wirklich los. Also, ein gutes Augen-Make-up braucht natürlich immer erstmal eine gute Base. Und dann nehme ich einfach immer mein tägliches Make-up so ein bisschen
und verteile es erstmal hier. Für einen natürlichen, entspannten Daily Look sind natürlich auch natürliche Farben absolut von Vorteil. Also bringt ja nichts, sich irgendwie grün und blau zuzukleistern. Deswegen sind das hier so meine Farben. Das sind alles Erdtöne, die ich liebe. Und die hellste Farbe hier, die mache ich so ein bisschen auf den inneren Teil. Das bewegliche Lid und verteile es hier so ein bisschen innen. Da sind so Glanzpigmente drin. Das ist auch nochmal echt schön, weil es das Auge ein bisschen öffnet und frischer aussehen lässt. So, jetzt geht es weiter mit dieser Farbe hier. Das ist so ein mittlerer Taubton, würde ich sagen. Die schönste Farbe eigentlich, wenn man nicht zu geschminkt aussehen möchte, sondern einfach nur so ein bisschen Tiefe haben möchte. Man sieht es hier jetzt kaum, ehrlich gesagt. Und das ist auch gut so. Und dann nehme ich einen sehr, sehr schmalen Pinsel und nehme etwas Dunkleres, zum Beispiel diesen. Und ich mische auch immer einfach gerne und probiere so ein bisschen aus. Ich muss da oben mal in den Spiegel schauen. Nix. Das für mein Daily Make-up immer ganz gerne, dass ich nicht hier oben einen Eyeliner ziehe, sondern da oben gar nichts mache. Aber dafür mit einem Puder das untere Auge betone. Guck mal, direkt so. So, um jetzt diesen Effekt in dem Auge ein bisschen zu unterstützen, wie soll man das bezeichnen, so ein Strahlen, so ein funkelndes Auge, was ich bei dunklen Augen sehr, sehr wichtig finde, damit man nicht so müde und langweilig aussieht, nehme ich immer gerne einen Eyeliner und gehe damit direkt in das Augenlid. Das sieht jetzt alles ein bisschen fies aus. Und ich muss das ja jetzt auch gerade nur mit einer Hand machen. Besser geht es natürlich, wenn man beide Hände frei hat. Aber direkt in den Wimpernkranz hinein. Nicht drüber die Linie, sondern wirklich hier so, zack, ins Auge rein. Von unten. So, dann werden praktisch die Wimpern verdichtet. Aber man sieht von außen nichts. Also es ist kein Eyeliner und gar nichts. So, wer auf den super, super natural Look steht, für den würde das jetzt schon ausreichen. Der könnte jetzt schon die Wimpern tuschen. Wenn ihr aber noch mehr so ein bisschen dieses Funkeln im Auge betonen wollt, dann nehmt euch einen Eyeliner und den trage ich. Also wenn ich ihn benutze, dann wirklich ganz, ganz nah am Wimpernkranz auf, so dass man ihn dann später, wenn die Wimpern getuscht sind, wirklich kaum sieht, diese Linie. Ganz, ganz fein. So, und jetzt kommt unsere absolute Lieblingswaffe, die Wimpern. Bam. Meine Hand ist schmutzig. Moment. Aber stopp, bevor die Wimperntusche kommt, muss unbedingt das hier auf die Wimpern. Ein Booster. Dadurch verdichten wir die Wimpern schon mal ein bisschen. Geben wir eine gute Base. Und wenn die so lustig aussehen, wenn die so weiß sind, anschließend erst dann die Wimperntusche. So, und jetzt endlich die Wimperntusche. Ganz wichtig dabei immer am Wimpernkranz ganz, ganz tief möglichst ansetzen. Damit wirklich die volle Länge betont wird und es diesen Effekt dann gibt. Nicht, wenn man ihn nennt. So, falls ihr euch denkt, Moment, wir haben ja noch gar nicht die Haut geschminkt. Stimmt, aber ich mache das tatsächlich immer ganz zum Schluss. Ich schminke immer erstmal die Augen. Für den Fall, dass irgendwas runterbröckelt oder verschmiert, kann man das dann einmal reinigen und dann mit dem Make-up und mit dem Concealer loslegen. So, die Glow Drops, die haben wir jetzt schon drauf und jetzt nehme ich ein sehr, sehr leichtes Make-up, so einen schönen Nude-Ton. Also nicht zu orange, nicht zu rosa. Ich habe so ein, ja, wie soll man sagen, ich brauche immer so Olivtöne für meine Haut. Da muss man einfach ganz genau wissen, welche Shade, welcher Ton perfekt ist für die eigene Haut. Ich verteile das dann immer gern einmal so mit einem Pinsel. Ich klopfe das ein und dann verschmiere ich das so ein bisschen. Versuche dabei auch immer, die Haut zu massieren. Und auch hier gilt, echt nicht zu viel. Einfach immer nur so ein paar Tröpfchen und dann weg damit.
So, natürlich geht nichts ohne Concealer, das ist dann natürlich deutlich heller. Ich nehme dann einfach immer den gleichen Pinsel, weil sich die Farben dann so ein bisschen vermischen und es einfach noch natürlicher aussieht. Gehe ohne ein bisschen viel hier runter. So, also so ist es besser. Jetzt habe ich das ein bisschen verteilt und ich schaue immer, dass ich wirklich einmal von hier das Innere, den Innenteil sozusagen des Auges auch mit betone und dann von hier rausgehe bis hier fast zur Stirn einmal hochziehen und dann Nasenspitze, hinten, Kinn, einmal praktisch diese Linie hier, die so besonders betont werden soll, strahlen soll. Okay, sieht doch schon ganz gut aus. Okay, Ladies, ganz zum Schluss noch ein bisschen Lippenstift. Das sind so die Farben, die ich meistens benutze. Das ist ein bisschen beides Rosetöne eigentlich. Das ist ein bisschen dunkler. Der hier ist ein wenig heller. Für den entscheide ich mich jetzt mal. Und dann nicht so viel. Meistens hier so in die Mitte. Nur mit den Fingern so ein bisschen verteilen. Sieht auch wieder sehr schön natürlich aus, ohne zu geschminkt zu werden. Ich habe noch was vergessen. Natürlich die Augenbrauen nochmal nachziehen. Da nehme ich dann einen so schmalen Pinsel, ein bisschen Augenbrauenpuder und gehe dann hier unten nochmal entlang. Ich mag das ganz gerne, wenn, also bei mir persönlich, ist ja auch bei jeder Augenbraue anders, wenn diese Linie hier nochmal so ein bisschen betont wird und diese Rundung. So. Und mag es nicht, wenn die zu dunkel sind oder ich zwei Riesenbalken im Gesicht habe. Das sieht irgendwie auch nicht so richtig schön aus. Aber auf jeden Fall kann man immer so ein bisschen nachhelfen und die Augenbrauen noch ein bisschen dichter bekommen. Hey, sorry für die kurze Unterbrechung. Und zwar planen wir für nächste Woche ein interaktives Q&A-Video. Und wenn du eine Frage hast, dann schicke uns diese einfach per Video oder Sprachnotiz an folgende Instagram-Accounts. Und mit ein bisschen Glück bist du im nächsten Video mit dabei. So, wir sind fast fertig. Last but not least gibt es noch ein bisschen Farbe ins Gesicht, kann niemals schaden. Und zwar ein bisschen Blush. Ich bevorzuge da immer so was Cremiges und klopfe das dann ein, weil ich das Gefühl habe, bei einem pudrigen Blush werden die Hautporen so blöd betont. Das sieht wirklich, es ist mir zu viel Schicht dann auf der Haut. Ich mag das nicht so gerne. Wohingegen so was Cremiges wird wie alles andere bei mir eingeklopft, einmassiert, eingearbeitet. Das Make-up verbindet sich dann mit der Haut, wodurch dann dieser besonders natürliche Look entsteht. Und deswegen noch ein bisschen mehr, geht schon. So, und das war's, wir sind fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen und ich freue mich wiederum, wenn ihr mir sagt, was ihr noch alles sehen möchtet, welche Make-up-Routine-Geheimnisse, was ihr noch von mir erfahren möchtet. Und ich freue mich natürlich über jedes Abo. Dankeschön. So, like